Und mir wurde ein Video empfohlen, und zwar ein Mobile-Spieler mit 24.000 Punkten Arena. Er heißt Apo? Apo? Das heißt auch Red. Nein, Spaß, komm. Er heißt auf jeden Fall Apo mit Doppel-P. Und Digga, der Verrückte hat einfach so viele Punkte, Digga. Ich darf leider die Musik nicht abspielen, weil er hier mit irgendwelchen Amis Musik verwendet hat und ich keinen Bock auf Strikes habe. Naja, Kata, gerne ein paar nice Beats im Hintergrund. Digga, ich find's übertrieben krank. Guck mal, wie er gespielt hat. Ich habe mir das so ein bisschen reingezogen und ich dachte, Digga, darauf muss ich reacten. Weil ich habe das voll genossen, wie er gespielt hat. Er spielt richtig gut. Du würdest gar nicht denken. Guck mal. Du denkst gar nicht. Guck mal, wie er spielt. Guck mal, wie er spielt. Du denkst gar nicht, dass er auf dem Handy unterwegs ist. Das ist krank. Aber irgendwie. Die Grafik sieht so broke aus, ne? Also irgendwie. Ich weiß nicht, Digga, irgendwie ist die Grafik so richtig broke. Ich weiß nicht, ob es an Aufnahmegerät liegt oder ob es an seinem Handy liegt. Aber irgendwie ist die Grafik schon so ein bisschen brokey-mokey. Ich glaube, er spielt wirklich auf dem Handy und nicht auf dem iPad, oder? Ich weiß gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Wobei mittlerweile gibt es ja diese iPads. Wo wir spielen. Gibt es ja mittlerweile diese iPads. Bam, 220 sogar. Da hast du sogar mehr als 60 FPS. Da hast du, glaube ich, irgendwie 140 oder was auch immer. Ich glaube, 120. Das ist richtig krass eigentlich, ne? Oder auf dem neuesten Samsung-Handy, S20 Ultra. Ich weiß gar nicht, das Ding hat ja auch 120 Hertz. Das heißt, rein theoretisch wären da auch 120 Bilder pro Sekunde möglich. Ne? Krass, einfach mehr als auf der PlayStation. Ne? Wie albern ist das denn? Ein iPad und ein Samsung-Handy haben einfach mehr FPS als eine PlayStation 4. Digga. Das ist eigentlich richtig albern. Naja. Der nimmt die aber auch schon echt auseinander. Guck mal, wie der spielt. Der spielt einfach krank. Der spielt doch nur Arena, glaube ich. Guck mal. Guck mal, das Ding ist, ich weiß nicht, ob er nur gegen Handyspieler spielt. Das weiß ich nicht. Ich spiele gerade Arena. Hat mega viele Points. Das muss mir einer von euch dann verraten, ne? Ob er spielt er jetzt auch gegen weitere Handyspieler oder spielt er auch wirklich gegen PC-Spieler, ist die Frage. Oder, also, ich habe ja gehört, dass Arena schon sondern gegen alle spielt, so alle gegen alle mäßig, aber irgendwie finde ich, da leben immer zu wenige so. Muss doch mit dieser Punktanzahl muss er doch schon längst Champion Division sein. Urus war da. Guck mal, wie er spielt. Man muss schon sagen, er spielt doch wirklich sehr gut. So, ne? Guck mal, wie er spielt. Der trifft doch krass. Man könnte. Hä? Digga. Digga. Man würde denken, der Typ ist der übelste PC-Spieler. Heftiger Typ, wirklich heftiger Typ. Sieht ihn halt irgendwie gar nicht, irgendwie so krass rotieren, wo 20 Leute, 30, 40 Leute in der Zone sind. Ne? Also irgendwas stimmt hier nicht, liebe Freunde. Irgendwas stimmt hier nicht. Trifft aber echt wie eine Granate da. Doch, hier sieht man es. Ah, ne. Ist nur noch einer am Leben. Ich weiß nicht, Digga. Sind normalerweise nicht mehr Leute am Start so? Irgendwie glaube ich, er ist so krass gut. Er hat so viele Punkte, aber irgendwie glaube ich auch, er spielt einfach nur den ganzen Tag. So, er spielt locker in den Schulpausen auch immer, kennst du? Kann immer sein Handy mitnehmen, spielt sogar während der Pause, Digga, während die anderen gerade ihre Hausaufgaben machen. Macht er jetzt ein paar Rounds hier. Wie viele Punkte er hat. Okay, das Ding ist, ich sage euch eine Sache, ich will das nicht self-pushen, ne? Aber ich habe irgendwie 6000 Punkte nach. Lass mich nicht lügen. 13, 14 Runden oder so geschafft. Ich habe fast jede Runde gewonnen. Habe ich sehr aggressiv gespielt, immer fast 20 Kills gehabt und habe dann mega viele Punkte gefarmt. Und klar, eigentlich, also bei mir ist es so, ich müsste nur die ganze Zeit Arena spielen, ich könnte auch 20, 30, 40, 50.000 Punkte farmen. Ich muss halt wie ein Suchti den ganzen Tag spielen, aber ich spiele ja nicht wie ein Suchti den ganzen Tag. Ich spiele eigentlich in der Regel so aktuell, auch wenn ihr denkt, wahrscheinlich bin ich behindert, ne? Aber ich spiele aktuell eine halbe Stunde bis eine Stunde am Tag. Ja. Manchmal zocke ich ein bisschen mehr. Und letztens habe ich mit Nessie ein bisschen mehr gezockt, muss ich zugeben. Dann gibt es manchmal Tage, da zocke ich gar nicht, weil ich nicht dazu komme. Ich würde am liebsten mehr zocken, aber ja, ich schaff's ja nicht immer. Schauen wir mal mehr von den Kollegen an. Im Apo. 30, oh mein Gott, er hat mittlerweile 30.000 Punkte. Digga, der Typ farmt hier Punkte, als wäre er sonst was. Der Typ farmt hier wirklich die Points. 30.000 Punkte, wow. Schöner Shot. Macht sogar 13 Kills. 13 Kills. Ich glaube, das ist ein PC-Spieler. Da stand gerade, der Gegner hieß gerade Jay und 240 Hertz. Also Jay und 240 Hertz. Ich glaube, auf dem Handy kannst du ja keine 240 Hertz haben. Der nimmt dir wirklich die PC-Spieler sogar auseinander. Juckt ihn gar nicht, Freunde. Juckt ihn gar nicht.
Ja, dann hat sich die Frage geklärt, Digga. Also Arena ist, glaube ich, 100% dann Crossing, also Konsol-Crossing, sag ich mal. Da können natürlich auch so ein paar PSP-Spiele am Start sein, aber ich wüsste, er ist sogar besser als die meisten PSP-Spiele, die ich kenne. Er spielt krank. Wen hat er gerade geholt? Wie hieß der, Digga? Der hieß irgendwie irgendwas mit Graal Fischi. So, bam, 200, krank, hops genommen. Wow, 200. Der verteilt hier wirklich krasse Shots, der Kollege hier. Wow, was für ein schöner Flickshot. Digga, der Typ ist sehr gefährlich. Ich sag's euch, der ist mechanisch auf einem anderen Level, Digga. Der ist atemberaubend, wie er spielt. Krank. Kranke Reflexe. Ich glaube, der spielt auch nichts anderes als Arena, ne? Boah, der hat gutes Aim, Digga. Was, wenn ich seine FPS sehe? Ich würde gerne wissen, mit wie viel zockt er. Schön. Digga, das Ding ist halt, wenn du gegen den spielst, so stell vor, ich spiele gegen den, ich würde niemals daran denken, dass der auf dem iPad oder auf dem Handy spielt. Niemals. Schöner Laser. Wow, hab's genommen. Sein Aim ist auch wirklich atemberaubend, ne? Er trifft da wirklich. Man hat bisher nicht mal einmal gesehen, dass er so veraimt hat oder so. Bei den Clips. Der ist immer drauf. Der ist bisher bei den Clips halt wirklich. Oh, 200 sogar. Wow. Schöne Sache. Oh, snipen kann er auch, oder was? Schöne Sache. Ja. Ich glaube, das ist wirklich einer der besten Mobile-Spieler der Welt. Das ist cool. Guck dir mal das mal an. Wow, Headshot sogar. Nicht schlecht. Mega. Ich spiele gerne halt auch mit MP und halt der Pump. Also er ist so ein Pump-MP-Spieler. Hier hat er das Apo-LED-Setup gerade. Boah, jetzt hat er ein richtig gutes Apo-LED-Setup. Hier mit Grappler, goldene Pump und der mythischen Scar. Digga, das ist schon Baba. Und dann aber leckere Fische. Richtig gut, die Fische. Gerade die Fische sind für Late Game beste, Digga. Hier schön der Carpador, ne? Also der rote Fisch, Barsch und dann nochmal die Slurpfische. So, Digga, Baba. Für Late Game geht immer schnell, kriegst dick Leben, beste. Aber spielt halt keine Zeit so für Minis, Minis. Minis geht ja noch, aber Minis gar nicht. Spielt also gar keine Zeit. Wow. Also der Kollege hat echt, der hat's echt in sich, wirklich. Mein Respekt hat er sowas. Talent ohne Ende. Gibt's eigentlich so gute in Deutschland, Digga? Ich schwör's, ich glaube, es gibt keine, der so gut ist, ne? Der ist ja krank gut. Oh, Headshot, Digga. Böse. Boah. Oh, Digga, hops genommen. 187 Shot. Oh, da hat er das erste Mal veraimt in der. Aber einmal veraimt in. Den ganzen Clips kann man machen, Digga. Kann man machen. Das ist eine gute Bilanz, Digga. Das ist eine sehr gute Bilanz. So. Krass, ne? Guck mal, er hat die ganzen Punkte. Guck mal, wenn ihr guckt. Er hat vor 2 Wochen noch 18.000 gehabt. Jetzt nach 2 Wochen hat er nochmal 12.000 Punkte extra gefarmt. Also, der Kollege. Apo Highlights. Apo RED oder was? Apo RED. Bist du das? Auf Mobile? Kann das sein? Boom. Digga, der spielt auch gerne den Pump, ne? Das zeigt auch, was für ein außerordentliches Aim da hat, Digga. Da geht wirklich alles auf den cleanen Shot, so wisst ihr, was ich meine? Auf ApoED angelehnt. Boah, schöne Sache. Atemberaubend, Digga. Was für Leute, es gibt wirklich krasses Talent, großes Talent, schönes Talent. Boom, 200. Ja, er hat den gar nicht gejuckt, er hat den einfach 200 gegeben, er hat gar nicht diskutiert auch so. Zack, boom. Kann auch voll gut replacen, Digga. Was hat der für. Ah! Da sieht man es doch, Digga. Er zockt auf 120 FPS. Der zockt auf dem iPad. Der zockt auch nicht auf dem Handy. Der zockt auf einem relativ freshen iPad, Freunde. Und 120. Er hat einfach mehr FPS, Freunde, als alle PS4-Leute hier, ne? Das ist so böse eigentlich, ne? Das ist so böse. Das ist richtig böse eigentlich. Es läuft doch so clean bei ihm. Boah, richtig hops genommen. Wahnsinnig gut. Er spielt wahnsinnig gut.
Döner Shot. Ich frage mich, ob er aus Europa kommt oder aus Amerika. Ich sag, boah, weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht behaupten. Kann ich gar nicht sagen. Glaub mal, er ist einfach mal Amerikaner. So. Boah, schöner Laser und boom. Er nimmt die auseinander. Boom. Boom. Schön. Das bringt mir irgendwie Spaß zuzuschauen. Ich würde mich aber freuen, wenn er eine bessere Qualität hat, weil irgendwie dein Aufnahmeprogramm von der Quali ist nicht so nice, ne? Also da kann ich ihm schon eine Elgato empfehlen, dass er da ein bisschen nicere Quali hat in Zukunft, weil der Typ hat ja auch Erfolg, ne? Der Typ hat ja auch guten Erfolg. Er hat zwar 7000 Abonnenten, aber seine Aufrufe sind schon relativ stark. Er ist auch ein Talent, Digga. Müssen wir für das Video teilen, müssen wir mal euren Kollegen zeigen, euren Mobile-Kollegen, wie krass man als Mobile-Spieler spielen kann, ne? Das ist wirklich unglaublich. Sehr schöne Sache. Schön. 150er nochmal reingedrückt. Ja, geht auch wie ein Wahnsinniger. Ey, wenn ich mir sagen würde, das ist ein Controllerspieler, hätte ich gesagt, boah, für einen Controllerspieler krank, ne? Aber ich spiele einfach auf dem iPad. Lol. Zack. Easy. Ja, Creator Code. Red Summer, Freunde. Ganz, ganz, ganz wichtig, Freunde. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch noch so ein Psycho kennt. Aber echt nicht schlecht, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Gala Echte.